Hallo Liebling. Weißt du was, ich gehört habe, bei Ikea haben die ganz tolle Rippchenhalter. Naja, eigentlich sind es nicht direkt Rippchenhalter, aber du, sollen wir vielleicht da mal hinfahren und mal schauen? Die haben da bestimmt ganz tolle Sachen. Nur mal gucken. Das ist eine sehr gute Idee. Das können wir morgen früh direkt machen. Eingelegt. Hallo zusammen, wir sind heute bei Ikea und machen ein kleines Produktvideo. Was genau passiert, seht ihr gleich. Guck mal Schatz, das ist genau das Richtige. Ja, dann lass uns doch mal gucken gehen. Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also ist schon ziemlich gut, oder? Super. Ja, also optimal. Finde ich auch. Also soll das mitnehmen? Nehmen wir mit. Nehmen wir direkt mit. Nehmen wir mit. Ich zeige das jetzt mal kurz. Ich habe nämlich gesehen, ach Gott. Material, was man immer braucht. Handtücher. Man kann sich die Hände drin abputzen, man kann mal eben schnell was abwischen. Also das ist eine einfach geniale Sache. Und zu dem Preis, ganz ehrlich, ich meine, kannst du mal einen Beiner reinstellen? Schau mal, ich bin wieder kein Preis dran. 2,99. Das Ding nehmen wir mit. Gleich in die saubere Hände. Das rein wird. Perfekt. Super. Boah. Schwerer als man denkt. Schwerer als unsere? Ja. Deutlich schwerer als ich gedacht habe. Ein Behälter für Getränke kann man immer wieder gut gebrauchen an jedem guten Grillabend. Fertig gemixt, Orangensaft, Wodka oder ähnliches. Einfach geil. So muss das sein. Kleiner Preis. Nehmen wir direkt mit. Ach, guck mal, Schatz. Das habe ich auch gebraucht. Ah, stimmt. Da haben wir auch wenig zu Hause von. Da können wir noch ein paar gebrauchen. Genau, das genau das Richtige fürs Grillen. Ja, finde ich aber auch. Das ist genau das Richtige fürs Grillen. Ja? Ja, das ist genau das Richtige fürs Grillen. Wir haben die Schale Blanda Blank. So. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ja. Bring mal rein. Zeig sie kurz. Und die eine kann man hervorragend Salat machen. In den anderen kann man hervorragend genau das Richtige fürs Soßen Grillen. Anrühren. Absolut. Und ähnliches. Und die mit auf den Grill stellen, sodass die warm werden. Gibt nichts Besseres als warme Soße beim Fleisch. Das hat sich einfach ergeben. Kalte Soße auf Fleisch, kühlt immer ab, ist doof. Die beiden großen habe ich schon in ausreichender Form. Ich nehme die jetzt. Hier kommen die kleine Metallspielecke. Diverse Siebe, Ausschüttsiebe, groß und klein. Da ist wirklich alles dabei. Mittlerweile gibt es hier auch in flexibel, dass man sagen kann, okay, man kann es einfach schön vernünftig wegtun, wenn man es braucht. Rausmachen, super, ist immer zu gebrauchen. Hier das Ganze ist ein wenig stabiler, hat den Charme, dass da wirklich auch mal schwere Sachen rein können. Bei den weichen Sachen, die gehen halt immer nach, da gibt es da nichts dran zu rütteln. Auch hier, upsa, schön emailliert, altertümlich, retro, so muss das sein. Ja, aber brauche ich nicht, weil das habe ich schon alles. Was ich gesehen habe, was man gebrauchen kann, sind auch Reiben. Reiben in allen möglichen Stärken, Größen und Dicken. Die habe ich mir letztens geholt. Da, die Kleinigkeiten, die brauchen wir auch noch. Ja, und schau mal, die haben auch die Konzeptformen, wie du sie haben musst. Super, da gucken wir auch gleich direkt nach. Guck mal, ja, ja. Sehr schön. Super Qualität, oder? Hervorragend. Super Qualität. Nehmen wir doch mit. Es gibt nichts Schöneres, als mal eben so eine kleine Zange. Für einen ganz kleinen Schuh. Ich weiß gar nicht, 99 Cent hat mir letztens gekostet, ich glaube immer noch. Oh, und diese Winzpfanne für eine Kleinigkeit, um halt eben irgendwie einen Knoblauch oder sowas anzubraten. Ja. Optimal. Hier ist eine Anleitung bei, wie die eingebrannt werden muss. Nehmen Leute, wir mit. Nicht lesen, nehmen mein Video mit. Gucken, ich zeige euch, wie das Ding eingebrannt wird. So, ei, das können wir gebrauchen, das ist genau das Richtige. Yep. Schau mal, das finde ich aber total klasse. So ja, hervorragend. Gut, oder? Gefällt mir, absolut. Holzbesteck, das A und O beim Grillen, man verkratzt sich die Töpfe nicht, das ist hervorragend. Gerade speziell im Bereich Dutch Oven, mal eben hier entlang gekratzt, gar kein Thema. Und das hier, wenn das einer für einen Besteckkorb hält, dann ist das vielleicht eine feine Sache. Aber wenn man da Gemüse reintut, dann sind sogar die Frauen glücklich. Die Konsistform, die Allround-Waffe beim Grillen, gibt es in klein, mittel und groß. Ich zeige jetzt mal nur die große, weil die hat einen Charme. Es ist direkt ein Einlegerost dabei. Das heißt, man kann hier Sachen drauflegen, unten drunter Flüssigkeiten und dämpfen. Super feine Sache. Und dämpfen heißt, man macht das hier mit dem Deckel. Wie kriegt man hier einen Deckel drauf? Aluminiumfolie ist eine Idee, ist nicht die beste Idee.
Man nimmt sich einfach eine zweite Form und hat das Ganze dicht. Da ist es. Ja, wie schon gesagt, ne? Die Rippchenhalter. Die Rippchenhalter. Die Rippchenhalter, das gute Zeugs. Guck dir das an. Das richtig gute Zeug, also richtig gut. Das richtig gute Zeug. Ja, richtig gut. So. Sollen wir es auch mitnehmen? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Na dann. Der Barriere von IKEA. Das ist die ultimative Waffe für jeden Griller. Flexibel in alle Richtungen. Das heißt, der passt sogar, also im Zweifel passt er nicht mehr auf den Grill, je nachdem wie kleiner ist. Aber halt so flexibel, dass man in alle Richtungen ausdehnen kann. Nach vorne, nach hinten, oben, unten. Auch noch mit. So, was mache ich damit? Richtig. Erstmal klasse. Ganz einfach. Wofür wird am meisten? Rippchenhalter. Man schiebt die Sachen rein und kann das Ganze dann ganz normal auf den Grill stellen, sodass von unten schön die Hitze durch den Grill durchgehen kann, inklusive Rauch und allem. Man kann auch hervorragend Tacos machen. Das heißt, man nimmt sich diese kleinen flachen Pfannkuchen, nenne ich sie jetzt mal, legt die hier rein, rückt das Ganze ein bisschen zusammen, sodass die Halt haben, füllen, hervorragend. Man kann Hähnchenschenkel drin einspannen. Die kommen hier oben rein, dann baumeln die runter. Das Fett läuft einfach genau am Hähnchen entlang, genau da, wo es sein muss, ist der Geschmack. Man kann Spieße drauf machen. Das heißt, man nimmt sich hier die Dinger, hat dann eine Lücke dazwischen. Da kann man einen Spieß drauflegen, der versaut einem nicht den Rost. Sache. Schön auseinander machen, so kann man auch die Spieße variabel in der Länge bearbeiten. Wofür das Ding ganz, ganz selten gebraucht wird, ist Erhöhung für einen Pizzastein. Kommt nur den Pizzastein, Pizzastein drauf, schon ist er vernetzt und gekoppelt. Und oben, nah vom Deckel, direkt rauf auf die Pizza. 400 Grad, optimal. Das gibt die geilste Pizza der Welt. Am besten nimmt man dann, je nachdem wie groß der Pizzastein ist, aber zwei nebeneinander, gibt dem Ganzen etwas mehr Stabilität. Was ist es noch? Ganz wichtig, es ist der kleinste Grill der Welt. Auf den Boden, 5 Kohlen darunter und schon kann man hier oben 2 Würstchen drauf machen. Ganz wichtig, IKEA hat natürlich auch, Bretter in jeder Größe. Hier kann man sich austoben, nehmt einfach mit, was ihr davon braucht. Schöne ist, die Preise sind super. Natürlich, man kann sich dieses High-End-Brett mit allem Pipapo, Eiche, Laub geölt und wer weiß nicht was, für 150, 200 Euro, vielleicht noch mit Schalen darunter, mit 300 Euro, kann man machen, ist nicht Alex? Nötig. Ich habe zu Hause einfach nur für eine Portion ein Brett, das hat mich gekostet, keine Ahnung, 12 Euro, 13 Euro, mehr. Hier kommen wir in den Bereich Grillen. Damit geht's los, kleine Burgerpresse. Schön aus Metall. Früher war die noch aus Plastik, mittlerweile aus Metall gebaut. Hervorragendes Teil. Ganz toll, die kleinen Grillkörbchen für die extra Portion Pommes. Also ohne Scheiß, gibt es was Geileres, als wenn man irgendwas mit Kartoffeln macht oder frittierten Kartoffeln macht, das dann so mit auf den Tisch stellen kann? Nee. Hier haben wir die ganz einfachen Holzspieße für ein paar Cent nur. Ich überlege gerade, 99 Cent, also ganz ehrlich, für 99 Cent 50 Stück, da nehme ich mir sogar einen Satz von mit, weil die kann man für alles gebrauchen. Die haben eine super Länge, hat nämlich den Charme, wenn sie zu lang sind, schneidet man so ein Stück ab. Ich habe nämlich ständig das Problem, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, ich am Schluss die Ränder rechts und links am Fleisch habe, einen Silikonpinsel mit großer, breiter Fläche. Ich habe nur die kleinen von IKEA, die haben glücklicherweise da nachgearbeitet und haben die deutlich breitere Spitze gebaut. Die werden wir auch auf jeden Fall mal mitnehmen. Standardgrillbesteck darf bei keinem fehlen. Um Gottes Willen, was erzähle ich denn da? Darf natürlich bei keinem fehlen. Habe ich schon zu Hause, deswegen hole ich mir das jetzt nicht. Aber für ein erstes Besteck absolut optimal und zu dem Preis nahezu unschlagbar. Wo sind wir? Hopsa. Hier haben wir das Gebäck auch nochmal für einen kleinen Fuß in die Grillbürste. Mal eben den Grill sauber zu machen. Ja, das will man mehr. Und hier haben wir vom Grilltider das Luxusbesteck. Das ist deutlich massiver als das, als die ersten beiden, die ich gerade gezeigt habe. Ist dafür dann auch ein bisschen teurer. Aber Gottes Willen, jeder so, wie er es braucht. IKEA hat was Neues. Die gab es bisher nur in Glasform. Ist schön. Aber ich sag mal, um mal eben irgendwo das Ding auf den Grill zu stellen, natürlich vollkommen ungeeignet. Das hier ist hervorragend geeignet. Und wisst ihr, was das Beste ist? Man kann heißes Material einfüllen, ohne dass was passiert. Und der Deckel passt. Das heißt, man hat jetzt hier das Ganze schön
kann es dann auch vernünftig in den Eisschrank tun, um den Mörser. Echt massiv, also wirklich massiv. Wenn man irgendwann mal Gewürzmischung selbst macht, im Regelfall kriegt man ja keine Pulver, sondern teilweise auch Körner dabei, Pfefferkörner, kann ich nur empfehlen, nehmt die ganz und malt sie nachher selbst, hat einen deutlich intensiveren Geschmack und mit so einem Mörser, ey Leute, ihr werdet nie wieder, und wer ganz sicher sein will, der nimmt sich diese Formen, beziehungsweise diese Deckel, schön da liegen die Sachen wirklich dunkel drin, einfach in den Keller. So muss das sein. Schöne Sache. Hier würde ich sagen, Sachen Preis-Leistung nahezu unschlagbar. Ein komplett transportabler Kohlegrill. Unten schön entkoppelt vom Boden, dass der Boden nicht verbrennt. Eigene Schale für die Kohle. Deckel drauf. Und schon kann man, das ist ein Handtuch, ne? Wie bei einer Kugelgrill, einfach grillen. Wer sich schon immer gefragt hat, was man mit diesem Behälter machen soll, das ist ganz einfach. Das sind Sous-Vide-Behälter. Wasser rein, Ding dran, warten, Essen fertig. Mega. IKEA hat auch den Bereich Grillküche. Grillküche heißt, wir haben wirklich eine Außenküche gebaut, wo es diverse Schränke für gibt. Die haben die leider gerade nicht da, aber wir haben die beiden Grills da, die haben. Das heißt, wir haben einmal den Holzkohlegrill, schön mit Deckel, Tonnengrill, einfach genial. Schön riesengroß, das muss man mal sagen. Ich habe jetzt hier keine Maße stehen, aber ich tippe mal drauf. 60er, 65er Breite ist das bestimmt. Schön stabil, also ich brauche da schon ein bisschen Kraft, um daran zu wackeln. Klar, ich erwarte jetzt nicht die Qualität eines Napoleon Brolton oder ähnlichen. Aber dafür kostet er auch nur 279 Euro. Schätzeisen oben drin. Lüftungsauslässe hier oben, damit auch die Hitze nicht staut. Hervorragend. Die kann man aber wiederum mit hier oben einem Regler zumachen. Sodass man sagen kann, okay, die Hitze bleibt dann doch da, wo sie sein soll. Lediglich, wenn es zu viel wird, lässt man mal was ab. Das Ganze ist aufgebaut. Wow, holen wir euch mal dazu. Einmal mit der berühmten Konsistform. So. Grillrost, Edelstahl. Hier kann man Kohlen nachfüllen, was an sich eine feine Sache ist. Den kann man natürlich ganz rausnehmen. Hier unten liegen die Kohlen auf. Da unten kommt Luft dran und die Asche selbst fällt noch eine Etage tiefer. Jetzt scheppert es gleich bestimmt unten in den Behälter rein. Ich sage, jetzt scheppert es gleich. So, bauen wir den wieder zusammen. Das ist im Übrigen emaillierter Stahl, emailliertes Blech. Entschuldigung. So. Die Größe ist so gut, dass man sagen kann, okay, man macht hinten ein bisschen Hitze, man hat hier vorne einen indirekten Bereich oder links-rechts Hitze und hat dann auch jeweils auf der anderen Seite einen indirekten Bereich. Des Weiteren hat die IKEA auch einen Gasgrill. Auch wieder mit Schätzeisen, riesen Grillfläche, 4 Brenner auf dieses Teil. Wirklich mehr als stabil. Also da ist im Gegensatz zum Holzkohlegrill, da wackelt nichts mehr. Die Erzzündung elektrisch, die macht dann dick. Jeder einzelne Brenner bedienbar. Kommen wir nach drin. Doppelwandiger Deckel. Nur, ich bin nicht im Bild. So, da haben wir den doppelwandigen Deckel. Heißt, von außen wird das immer noch gut heiß, aber das ganze Metall verfärbt sich nicht so, als würde direkt die Hitze da drauf knallen. Das haben die früher anders gehabt. Da hatten die nämlich nur der einwandigen Deckel, hat sich geändert. Dann ein kleiner Ablagerost, der ist jetzt nicht die Welt, aber ausreichend. Dafür Grillfläche nach hinten riesengroß, zur Seite riesengroß. Gussroste, eine Plansche dabei, also ein Edelstahl, ein Gussrostblech, eine Gussrostplatte, mein Gott. Hervorragend, Hitze drauf, Steak drauf, und dann in den indirekten Bereich. Was will man mehr? 11 Kilo Flasche passt rein. Ob man die auch in Betrieb drin lassen kann, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen, weil ich hier keine Anleitung habe und leider gerade auch keiner in mir ist, der Ahnung hat. Aber nicht weiter wild. Wie gesagt, Schätzeisen oben drauf. Optimal. Wie gesagt, ganz tolles Ding. Wenn ihr mal irgendwo die Möglichkeit habt, die Grillküche von IKEA zu sehen, in live, schaut sie euch mal an. Was hast du denn da jetzt gekauft? Wo ist denn mein Zeug? Hör mal, das ist
alles fürs Grillen. Nur fürs Grillen. Ich wusste es. Ich werde wieder mal nur reingelegt. Reingelegt. Das hast du jetzt davon. Alles fürs Grillen. Ich hole dich dann später ab. Hä? Bitte? Aber... Das passt doch. Der will doch jetzt nicht ohne mich fahren. Der fährt tatsächlich ohne mich. Ich war, fass es nicht. Ja, 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 ja.